Diese Sendung wird gesponsert von CMC Markets. CMC Markets, hier sind Trader zu Hause. Willkommen zum Trading-Tipp des Tages, heute mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär. Herr Bergmann, schönen guten Tag zunächst einmal. Wir schauen heute auf den Goldpreis. Das war ja für Anleger die Entwicklung des Goldes keine einfachen Monate zuletzt. Wie ist das Umfeld für Gold ganz allgemein gefragt? Ja, es hat sich in der letzten Zeit etwas verbessert auf Sicht, wenn man schaut. Der Dollar ist schwächer geworden. Wir bewegen uns mittlerweile über der Marke von 1,14 Dollar pro Euro und das unterstützt den Goldpreis. Auf der anderen Seite scheint die Verunsicherung an den Aktienmärkten doch sich mittlerweile dahingehend niederzuschlagen, dass doch ein paar Anleger größerer Natur eben in den sicheren Hafen fliehen. Und was natürlich auch Fakt ist, die Zinswende scheint sich zu verschieben in Amerika. Das heißt, wenn die Zinsen niedrig bleiben, dann spricht das eigentlich auch für den Goldpreis, weil höhere Zinsen wären eben schlecht, wobei wir ja schon lange auf diesem sehr niedrigen Niveau liegen und der Goldpreis sich nicht bewegt, zumindest nicht nach oben bewegt hat. Also man sucht sich immer seine Gründe, wie es eben gerade passt. Mal ist es die Charttechnik, mal die Fundamentaldaten. Also im Moment schaut es einfach wieder freundlicher aus für den Goldpreis, wie wir auch gleich uns näher anschauen können. Das machen wir doch direkt. Schauen wir mal eben auf die Charttechnik. Wir sehen schon ja schon die Handelsplattform von CMC Markets im Hintergrund. Wie sieht es technisch aus gerade? Ja, also wir hatten ja seit Jahresbeginn einen Abwärtstrend, der Abwärtstrend geht schon länger. Nur eben jetzt in diesem Jahreschart sehen wir eben diesen Abwärtstrend, den wir zuletzt eben nach oben gebrochen haben. Im Zuge dieser Aufwärtsbewegung eben bei 1170 Dollar diesen Widerstand im dritten Anlauf dann geknackt und dann nach diesem Kaufsignal auch die wichtige 200-Tage-Linie überwunden und die verläuft bei 1176,69 Dollar. Durch dieses Kaufsignal, wie wir wissen, ist es ein sehr einfaches, aber doch sehr wirkungsvolles Signal, die 200-Tage-Linie. Haben wir jetzt Anschlusspotenzial bis zu dieser Widerstandslinie, die bei 1205 Dollar liegt. Und wenn wir auch darüber hinausgehen sollten, haben wir hier das Hoch vom Mai dieses Jahres und das liegt bei 1232 Dollar. Also wir haben eine Reihe von Kaufsignalen generiert und das spricht eigentlich auf Sicht der nächsten Tage und Wochen für eher steigende Kurse. Also sieht recht freundlich aus für den Goldpreis. Wie kann man als Anleger davon jetzt genau profitieren? Ja, man kann jetzt natürlich mit CFDs oder mit anderen Hebelprodukten auf steigende Kurse setzen. Ich würde jetzt auf dem aktuellen Niveau durchaus mal eine Position aufbauen. Bei 1184 stehen wir aktuell mit dem Kursziel eben 1205, wobei das sollte nur eine Zwischenstation sein, eben auf dem Weg bis zu dieser Marke von 1232 Dollar. Der Stoppkurs lässt sich auch recht einfach setzen, indem wir den knapp unterhalb dieser ehemaligen Widerstands jetzt Unterstützungslinie platzieren, also bei 1160 Dollar wäre da meine Empfehlung. Und dann hat man ein durchaus attraktives Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1. Dann vielen Dank für diese Einschätzungen. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär und schönen Tag Ihnen. Sehr gerne ebenfalls. Ja, so war also der Trading-Tipp des Tages, liebe Zuschauer. Heute mit dem Blick auf den Goldpreis. Bis zum nächsten Mal.